So, herzlich willkommen meine Kriege und Grillen zurück zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Problem mit den Fackeln fixen können. Jetzt muss ich kurz mal ausholen, Freunde. Das Problem ist anscheinend ein Problem, das nach circa 240 Spielstunden bei jedem eintritt. Der genaue Grund dafür, also ich habe mich doch viel eher, erst habe ich alle, wirklich alle, Optionen, Grafikoptionen durchgeklickt, da ging gar nichts. Dann habe ich mich durch Foren geklickt, uralte Chats von 2002, dann habe ich mal einen von 2014 gefunden, mit Links, die logischerweise nicht mehr funktioniert haben, bis ich dann einfach mal, also aufgrund dieser, ich konnte ja lesen, wie diese Links heißen, und habe dann mal auf eigene Faust recherchiert, und hab die Mod, es ist eigentlich keine wirkliche Mod, glaube ich, es nennt sich Animation Fixer für Oblivion. Die gibt's bei, jetzt habe ich die Seite schon wieder vergessen. Oh, Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Nexus Mods. Anscheinend kann man auch so einen Mod Manager runterladen, etc. pp. Aber ihr könnt dort euch einfach einen Account anmelden. Ihr könnt einfach einen Account anmelden, so nämlich. Ihr müsst euch dort registrieren. Und dann könnt ihr die meisten, ich weiß nicht wie viel, ich kenne mich mit der Seite nicht so gut aus, aber auf jeden Fall diesen Mod, den Animation Fixer 1.2, das ist der aktuellste, könnt ihr umsonst downloaden. In einer Textdatei wird euch relativ genau erklärt, wie ihr den zu nutzen habt. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne über Discord oder in die Kommentare. Ich finde, es war eigentlich relativ primitiv. Ihr seht auch hier, dass jetzt dieses Safe Game OAF 190 heißt. Das ist im Prinzip der gleiche, das ist bloß der gefixte gegenüber dem hier. Wenn ich den laden würde, dann würde die Lampe immer noch nicht gehen. So, der setzt dann das irgendwie zurück. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, weil das auch explizit in dieser Textdatei drin steht. Ich übernehme selbstverständlich, also es tut mir leid, bei mir hat es geklappt, Freunde, bin ich sehr happy, aber ich übernehme natürlich keine Verantwortung, dass wenn bei jemandem von euch dasselbe Problem auftritt und er versucht es auf diese Art zu fixen, dass das funktioniert. Oder dass Spielstände nicht doch irgendwie beschädigt werden, okay? Macht das bitte auf eigene Gefahr, auch derjenige, der diesen Fix eben gemacht hat, schreibt es ausdrücklich in seiner Textdatei. Ich bin froh, dass es bei mir geklappt hat. Es scheint jetzt wieder alles zu laufen. Ich kann es euch auch mal hier zeigen. So, mal so, so. Seht ihr? Alles wieder flüssig. Es ist weird, dass tatsächlich, also viel in den Foren diskutiert wurde und niemand so wirklich sagen kann, woran das eigentlich liegt. Es wurde dann, einer hat dann gemeint, einen habe ich gefunden, bei dem ist es sehr spät aufgetreten, irgendwie erst nach über 300 Stunden. Während einer halt meinte, nee, es ist explizit so nach 240 Stunden ungefähr, was ja zu uns passt. Weil ich glaube, bei uns sind es wirklich 233 Stunden. Habe ich irgendwo jetzt gelesen. Das müsste auch hinkommen mit unserer Folgenzahl inklusive der Zeit, die ich vielleicht wahrscheinlich mal vor Jahren privat gespielt habe, weil da habe ich nicht so viel gezockt. Falls ihr euch fragt, warum ich dann eigentlich so ein grundsätzlich großes Wissen bezüglich Elder Scrolls habe. Erstens habe ich Elder Scrolls auf der PS3 gezockt. Die damalige All-You-Can-Eat Edition quasi. Da habe ich es damals sehr viel gezockt. Anfänge waren dennoch auf dem PC. Wer sieht mich denn da? Also meine ersten Erfahrungen, ja, waren PC. Und dennoch habe ich meine meiste Erfahrung auf der PlayStation gemacht, weil es damals auch die Edition, oh geil, Akrobatik einfach mal. Ups, da ist offen um die Uhrzeit. Ist nicht Nacht, 2 Uhr nachts. Ja, muss ich jetzt. Ich nutze jetzt mal einen anderen. Ich überspeichere den jetzt einfach mal. Mal gucken, was da passiert, ob der dann funktioniert. Mei, zur Not muss ich das Safe Game auch fixen. Das geht ja. Okay, der ist wach. Das ist Ancus Avranius. Kommt mir jetzt nicht ultra bekannt vor.
Der muss auch wild sein. Stell ich mir unangenehm vor. Also gut, er kriegt's ja nicht mit, von daher halb so... Oh, jetzt aber. Schleichenfertigkeit auch noch verbessert. Mein liebes Spielchen. Sag mal, willst du mir hier zu dieser wunderbaren Abendstunde etwa Honig ums Maul schmieren oder was? Erst Akrobatik, dann Schleichenfertigkeit. Das ist ja Weihnachten hier. So, das ist Food alles. Ja, komm ich jetzt gar nicht hin zu dem Schrank. Ich hätte ihm schon so sein ein oder anderes Melönchen geklaut, ne? Ja, wir werden einfach, wir sind wieder auf Diebstahl aus, Freunde. Wir werden ganz genüsslich uns hier mal durcharbeiten, mal sehen, was wir uns alles unter den Nagel reißen können, wie viel auch. Wir haben ja mittlerweile schon festgestellt, dass es gar nicht zwingend Nacht sein muss. Und trotzdem hat sich diesmal einfach angeboten. Bevor wir uns dann... Oh, auf 8 runter? Bevor wir uns dann dem nächsten Dungeon widmen, Freunde. Ich meine, zur Not können wir immer Dietriche kaufen gehen. Okay. Oh, jetzt hätte ich fast geklickt. Oh, da war ich schon so... Oh, der ist abgebrochen. Boah, das verwirrt mich übelst, wenn der Zeiger da links unten runter... Alter, Sicherheit. Was ist denn los? Und Dietrich. Was ist denn los? Meine Lieben. Das ist ja herrlich heute. Das ist ja großartig, was hier passiert. Meine Güte. Bleib genau da, Bruder. Behalt dein Essen. Behalt einfach dein Essen. Absoluter Checkpot bisher. Schon drei Fertigkeiten verbessert. Nach 8 Minuten. Was war das? Athletik? Schleichen? Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und Schlösser öffnen, glaube ich. Ja, Schlösser öffnen. Boah, ich bin ja so dankbar, dass es solche Foren gibt, wirklich. Oh nee, gerade einen Dietrich bekommen. Direkt eingerissen. Ich bin so dankbar für diese Foren und für all diese Modder, die sich da hinhocken und versuchen, diese Probleme zu lösen. Wisst ihr, was das Witzige an dem ganzen Bums ist? Oh, da schläft jemand. Wisst ihr, ich fühle mich wie so ein kleiner Hacker. Ich fühle mich wie so ein Modder, wenn ich es schaffe, eine fremde Datei in meinen Savegame-Ordner von Oblivion rein zu installieren und darüber dann meinen Spielstand zu fixen, wie es in einer Textdatei steht. Da fühle ich mich dann geil. Alter, was glaubst du, wie affengeil du dich fühlst, wenn du diese Mod erstellt hast? Kennen wir uns? Praxedes Avranius, ne? Schlaf gut. Oh, da liegt einmal die Anhängerschaft. Ach nee, Alter. Die Anhängerschaft des Graufuchses. Eie. Na gut, kann uns aber... Ey, wir sind ja der Graufuchs, what the fuck. Wir sehen sie einfach als... Steuer. Diebessteuer. Gut. Bye-bye. Vielleicht schläft er deswegen nicht. Marana Rians Haus. Schnell unsichtbar werden? Ja, die Wachen, die sehen so wenig. Und wenn es dann so regnet und der Regen da so runtertropft an dem Helm, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, dass die irgendwas mitbekommen. Warum will ich den ersten auch immer direkt treffen? Das war auch schon wieder knapp, Alter. Das ist... Habt ihr die letzten beiden gesehen, die so langsam hochsmoven? Das sind die Momente, wo man drücken sollte, Freunde. Ja, gib hier jetzt.
Ja, mittlerweile bei den Büchern bin ich da ein bisschen ohne System. Es wird auch eine große Bude, Freunde. Die wird viel zu bieten haben. Und es wird danach eine Weile dauern, das alles zu verkaufen. Ich denke, Ihre denke, dass die nächsten zwei Folgen sehr entspannt sein werden. Entspannt, aber nicht uninteressant, möchte ich damit sagen. Weil wer weiß, was sich in diesen wunderbaren Häusern für Geheimnisse verbergen. Wie viele Alkoholiker wir entdecken. Einfach eins. Oder vielleicht doch noch das ein oder andere Mitglied der mythischen Morgenröte. Wobei bei denen glaube ich wirklich, den haben wir heftig zugesetzt. Es war einfach. Es ist gut, dass es konzentriert, wisst ihr? Machen erst die Privatgemächer, Freunde. Als runter. Boah, ist auch kein einfaches Haus, gell? Viele Schlösser. Spielen uns natürlich in die Karten, weil wir wollen auch bei Sicherheit. Selbstverständlich wollen wir da die 100 erreichen. Und es gab die Zeit, wo ich mir bei Sicherheit noch Gedanken gemacht habe, ja. Da war mir die Thematik mit der Wortgewandtheit noch nicht so bekannt. Aber ich denke, Sicherheit kriegen wir hin. Das wird ein langer Weg, definitiv, aber das kriegen wir hin. Ich kann mich halt noch die Phase erinnern, wo wir in kurzer Zeit sehr, sehr viele Fertigkeiten auf die 100er Stufe gepusht haben. Oh, das hier niemand ist, es nicht gut. Das ging recht flugs. Und ja. Seitdem ist da eine sehr, sehr lange Flaute. Gut, wir haben jetzt Schleichen und wir haben Zerstörung. Das sind die beiden, die momentan so ein bisschen in der Warteschleife stehen. Bin ich natürlich sehr gespannt. Letztendlich ist mein Minimumziel zumindest bei Wortgewandtheit so weit zu kommen, dass wir die Quest machen können. Weil die will ich auf jeden Fall machen. Kollege hat dir wirklich alles abgesperrt. Der wollte es uns auch aber echt schwer machen. Also gerade wegen dem Wein sehe ich mich einer sehr, sehr schwierigen, sehr, sehr langwierigen Verkaufssession entgegenblicken, die hoffentlich, lass mich mal kurz luren, ja, doch, die wird uns in die 70. Stufe, damit haben wir dann die letzte Fertigkeit auch auf Stufe 70 gepusht, die wird uns dorthin führen. Wortgewandtheit auch 77 ist halt problematisch bei begrenzten Charakteren. Oh nee. Wisst ihr? So, irgendwann sind die Charaktere halt aus. Ja klar, kann ich dann mit einem noch Ping-Pong spielen.
mit ihm und seiner oder ihr und seiner und ihr ihm und seiner ihr und ihrer Zuneigung. Alter Schwede. Ich weiß auch nicht, warum ich es auf dem Wein abgesehen habe. Ich finde die Gedanken irgendwie lustig. Ich finde den Gedanken irgendwie witzig, jemandem seine Weinvorräte zu tschabbern, wisst ihr? Keine Ahnung warum. Sicher hochgradig bestialisch, brauchen wir auch nicht drüber reden. So. Da wir hier sowieso alleine sind. Wir haben jetzt noch ungefähr 100 Gewicht. Reicht das, damit wir uns dem Wachturm widmen? Es kommt mir, glaube ich, wie eine ziemlich knappe Kiste vor. Boah, was für ein geiles Wetter. Hätte ich gerade Bock auf so einen Regen. Also wir haben hier noch 3,6. Ja, aber der südwestliche Wachturm würde sich am ehesten anbieten. Einfach aus organisatorischer Sicht. Wir schauen uns mal den Wachturm an. Vielleicht ein andermal. Ja, dann schauen wir uns die einzelne Bude Graman Gromarats Haus hier. Ja gut, es ist halt auch schon 6 Uhr morgens, gell? Es ist jetzt nicht mehr Nacht. Okay, ich lure mal rein. Freunde, wenn das nicht klappt, ne, dann, ja, dann halt, ne? Okay. Tür ist offen. Ist auch nur eine kleine Bude. Ist schwierig auszuweichen hier drin. Spinnt ihr eigentlich auch so eure Stories so noch ein bisschen weiter, wenn ihr aufhört zu zocken? Also so, bei mir ist es dann oft so beim Duschen, dass ich dann so dastehe und stelle ich mir so vor, wie so, ja, die Wachen drüber reden, so, ja, es gab wieder eine Einbruchsserie im Tempelbezirk, so, wieder wurden 4 Häuser ausgeraubt, so, und dann hört man wieder ewig nichts von den Dieben, so. So spinne ich manchmal die Story ein bisschen weiter, wisst ihr? Da werden wir auf jeden Fall Onga aufwecken müssen, wenn es schon so früh ist. Boah, das habe ich nach allen Regeln der Kunst verkackt. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das Viererschloss so ein bisschen leichter geht. So ein bisschen. Auf jeden Fall definitiv eine Folge der Schlösser. Gewicht. Verdammt enge Kiste. Aber wirklich nur wegen den Weinflaschen, gell? Wirklich nur wegen den Weinflaschen. Drei Dietriche. Dabei kommt es mir gar nicht so vor, als hätte ich in letzter Zeit so viele Schlösser geknackt. Hui, da hat es mir aber ganz übel die Stimme kurz verrissen. Hallo.
Urkunde der Magiergilde. Eigentlich macht es keinen Sinn, dass das Amagromarak, habe ich jetzt den richtigen Namen gesagt, ich hoffe doch, Mitglied der Magiergilde ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Die sind um die Uhrzeit noch nicht wach, Freunde. Pass auf, wir tauschen das gegen 10 Flaschen Wein, Bruder. Wie viel haben wir noch? So. 1, 2, 3, 4, 5. Eine habe ich noch. Ja, wunderbar. ...75, Freunde. Also jetzt halt noch 65. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die nächsten 2,5 Stunden. Nein, so lange wird es nicht gehen. Aber es wird jetzt schon eine Weile dauern, den ganzen Bubs zu verkaufen. Ich bin sehr erfreut, euch kennenzulernen. Du bist aber kein Hehler, oder? Ah ja, ein Gildenbude auf der Suche nach einem Hehler? Warum sagst du das, wenn du kein Hehler bist, du... Ey, wenn die wüssten, dass wir hier gerade knappe 500... Habt ihr schon mit Dulgro Schuk über das Tragen leichter Rüstung gesprochen? Habt ihr das gerade gehört? Sprecht, kaiserlicher Hund! Ah, ich liebe die Rassenfreundlichkeit in Cyrodiil. Er ist ein Traum. Ist schön. Einer für alle und alle für einen. Da sind die ganzen Tore noch offen, weil ich die nicht schließen konnte. So, mein lieber Ungar. Hilft nicht. Muss ich sie jetzt aufwecken. Warte mal kurz. Meine Kinders wären euch für eure Hilfe dankbar. Ich quatsch kurz mit beiden Bettlern, weil da sind sie gerade. Hafid Holfuß sagt, dass die Geschäfte in Geralblick blühen. Das ist doch wunderbar. Ist doch schön. Möge weil dann haben wir das nämlich erledigt für unsere Dingquest, wisst ihr? Ich sehe, ihr habt ein gutes Herz, edle Dame. Vielen Dank, mein Herr. Shit. Anscheinend unterweist Recht Zwind auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Möge Stendar euch sehen. Ja, jetzt war schon eine gewisse Bevormundung, ne? Der eine bekommt zwei. Wobei ich glaube, der andere hat auch schon öfter was von uns bekommen, weil der oft in unserem Weg rumläuft. So. Ongar, mein Lieber, du wirst dich umsehen. Ich bin sie. Du wirst dich umsehen. Lieblingskunde. Pass auf, wir gehen jetzt erstmal auf 1,50, ne? Ich denke für den das klingt. Also ich habe viel Zeug. Fangen wir erstmal ganz gemütlich mit Waffen an. So, dann habe ich noch Kleidung. Viel Kleidung. Ich das und Schmuck. Und natürlich Rüstung. Ich denke für. Also wir haben wirklich für jeden was. Heute haben wir richtig viel Stuff. Das war Handelsgeschick. Haben wir auf die 70 geholt, Freunde. Ich denke. Kurz vor der nächsten Stufe. Das klingt nach. Ich denke für den. Und wir geben nicht auf. Ich denke, so,
So, mein lieber Onger, viel Rüstung, ne, wie gesagt, auch viel Kleidung. Aber da kommt noch, ja, Bücher. Selbstverständlich Bücher. Ich denke. Und zwar massenweise. Ich. Woher die Anhängerschaft des Grau? Keine Ahnung. Lage in dem Bücherregal. Ich glaube, der war einfach interessiert. Ja. Nein, das war niemals ein Mitglied. Tempelbezirk. Ich. Glaub eher Magier. Ja. Das. Boah, was wir alles bei uns haben. Wobei die Bücher, glaube ich, dieses Mal echt noch gehen. Die gehen noch klar. Ja, echt Schiss vom Wein. Ein guter Preis für einen guten Kunden. So, ich habe Fackeln für dich, Onga. Da, die kannst du haben. Und dann habe ich diesmal gefalteten Stoff. Ja, ich weiß, eigentlich nicht mehr meine Kategorie. Aber dennoch, du weißt ja, wie es ist, ne? Man muss sich ja weiter verbessern. Ich habe auch ein Golden Nugget für dich. Eine Kristallkugel, ja. Keramikkrugen guten. Ich habe Reparaturhämmer. Die magst du besonders gerne, ich weiß. Silber, natürlich. Uah. Und ich habe, weil du das letzte Mal, glaube ich, hast du irgendwas erwähnt von, ja, Lebensmittel werden auch langsam knapp. Deswegen habe ich mir diesmal auch die Arbeit gemacht, neben unzähligen Flaschen Wein auch ein paar Lebensmittel zu besorgen, die du dann hoffentlich gut verscherbeln kannst. Ihr seid. Ja, da will noch einer sagen, ich kümmere mich nicht um deine Belange. Hier ist noch ein Silbernugget, by the way. Genau, viele, viele Schüsseln, auch wieder viel Besteck. Für Silber haben wir ja so ein Fable. Ja, ich weiß schon. Es verkauft sich auch gut, oder? Ja. Echt? Natürlich verkauft sich der Bums gut. Bisschen Stoff habe ich noch. Ja, und gar nicht den Stoff, den du jetzt vielleicht gerne hättest. Nee, das ist ein handelsüblicher Stoff. So, hier schon her. Zack. Und noch eine Waage. Und dann habe ich noch ein bisschen. Nee, nicht meinen Reverb, den brauche ich noch. Das klingt nach einem angemessenen zum schönsten Preis. Teil. So, gehen wir erstmal. Ich habe, wie gesagt, du hattest ja gesagt, ich soll mal auch mal ein bisschen Nahrung besorgen. Ich habe hier Weintrauben, ich habe hier Wassermelone, ich habe ein bisschen Salat, Tomate, Reis, ne? Ich denke. Hier noch ein bisschen Mais, ich habe ja auch eine Kartoffel dabei und ein bisschen Eberfleisch, Mehl. Ja, genau. Das war ja explizit mal dein Wunsch gewesen. Da ist er her. So. Und jetzt kommen wir zum pikanten Teil der Sache. Auch die Leute im Tempelbezirk trinken gerne. Das ist dir sicher bekannt. Deswegen habe ich reichlich Wein dabei. Und Met. Verschiedene Flaschen Wein natürlich. Ganz unterschiedliche Sorten. Ich würde sagen, wir handeln jede Flasche einzeln aus. Ich denke für. Das Schlimme ist ja, dass ich mir wünschen würde, dass wir, wenn wir schon so viel verkaufen, noch ein zweites Mal aufsteigen, aber es wird nicht passieren. Freunde, macht euch da bitte keine falschen Hoffnungen, es wird nicht passieren. Schon so einen Scheiß machen, dann überziehe ich auch eine Minute. Wenn ich schon die ganze Zeit Wein verkaufe, Freunde. Ich denke. Ja, vielleicht passiert es, vielleicht haben wir irgendwie Glück, vielleicht schätze ich es falsch ein, ich weiß es nicht. Ich vermute es bloß nicht. Ich mache mir, aber grundsätzlich muss ich sagen, mache ich mir bei Handelsgeschick einfach nicht mehr so viele Hoffnungen.
Handsgeschick und Wortgewandtheit sind zwei Dinge, wo ich gestehen muss, ist es so eine Sache mit meiner Hoffnung, Freunde. Aber für heute verabschiede ich mich trotzdem. Wir verkaufen den Rest morgen. Ich freue mich darauf. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.